Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe mal wieder eine Kiste voll mit Essenssachen angesammelt und auch Trinksachen. Oh, die Trinksache ist heftig. Da sind viele Neuigkeiten dabei, die ich bisher noch nie getestet habe, die ich extra gekauft habe, um sie mal zu testen, um euch vielleicht neue Leckereien nahe zu bringen. Es sind aber auch ein, zwei alte Favoriten dabei und darum wird es heute in diesem Aufgemampft-Video gehen. So wie in jedem Aufgemampft-Video. Ich zeige euch Sachen, die ich gegessen habe und erzähle euch, wie ich sie fand. Und vielleicht ist etwas sehr, sehr Leckeres für euch dabei und ja, ich würde sagen, lasst uns anfangen, damit ich euch die Sachen vorstellen kann. Bevor wir anfangen, möchte ich sagen, ich habe die ganzen Sachen gekauft bei Edeka, Famila, DM. Okay, das ist heute echt gemischt, Digga. Das Getränk gibt es aktuell nur bei Rewe, das Müsli Ding online. Also ich zeige euch ja immer die Verpackung, dann könnt ihr ja mal gucken, wo es das gibt. Weil ja, aber das meiste, 80% aus diesem Video kriegt ihr bei Edeka oder Famila. Und dann würde ich sagen, lasst uns mal reingreifen in die tolle Mampferkiste. Als erstes möchte ich euch ein Produkt vorstellen, was ich in meiner HelloFresh Box hatte. Ich bin ja schon sehr, sehr lange HelloFresh-Kundin, hoffentlich auch irgendwann HelloFresh-Partnerin. So, Bro, ich würde gerne mit ihnen arbeiten, weil ich habe durch sie kochen lieben gelernt und was weiß ich, haben wir toll. Und HelloFresh hat in ihren Boxen immer mal wieder so extra Beilagen, die du geschenkt bekommst, um neue Sachen auszuprobieren. So, das ist mal ein Joghurt oder mal ein Gewürz oder was weiß ich. Und dieses Mal war das hier dabei. Von Granini ein Juice Me Up Multivitamin. Für einen Liter echten Saft nur Wasser dazu. Konzentrierter Saft zum selber machen. Weniger CO2, weniger Müll, weniger Gewicht, bla bla bla. Klingt spannend. Bro, ich habe das ausprobiert. Das ist so lecker. Weißt du was, bevor ich labere euch hier voll, bevor ich das vergesse und wegwerfe, mache ich mir ein Foto davon, weil das gibt's nur bei Rewe, sagt Granini mir. Ich habe den extra geschrieben, so Bro, wo kann ich das kaufen? Das ist so cool. Du mischst es mit Leitungswasser und es schmeckt so lecker. Es schmeckt nach einem richtig, richtig leckeren, hochqualitativen Multivitaminsaft. Ich war hammer überzeugt. Bro, es hat mir so lecker geschmeckt. Ich habe einen Liter Saft auf einmal getrunken. Verstehst du, wie ich meine? Also das hier mit dem Saft, den ich dazu, also mit dem Wasser, was ich dazu gemacht habe. Hammer cool, wenn man einkaufen geht und Saft zu Hause haben möchte. Für sich, für die Kinder. Wobei nur Saft trinken sollte man auch nicht, ne? Aber so für zwischendurch ist das eine super Lösung, weil es ist klein. Es ist nicht so schwer, als wenn du großen Saft kaufst. Es ist sehr, sehr lecker. Und es ist 200 Milliliter dieses Granini, konzentrierte Saftzeug, 80 Milliliter Wasser und am Ende hast du 1 Liter Saft. Und das ist so toll, du sparst dir Gewicht beim Einkaufen, beim Schleppen. Probiert es unbedingt aus. Ich muss unbedingt mal zu Rewe fahren und mir welche davon holen, weil mich hat das mega, mega toll überzeugt. Ja, Digga, was mich gar nicht überzeugt hat, sind diese Kruspas Cheese and Jalapeno Dinger. Ich habe mir die gekauft, weil ich habe die irgendwo bei einer Influencerin gesehen und die sagte, sie ist so ein bisschen beim Abnehmen und so. Ja, entschuldigt, Diggis, ich bin kurz vor diesem Videodrehen beim Videoschneiden eingeschlafen am Schreibtisch und wollte das aber jetzt noch drehen, um euch die Leckereien zu zeigen. Ich habe das bei einer anderen Influencerin gesehen, die so ein bisschen auf einem Abnehmtrip ist. Und sie sagte, dass die sehr, sehr lecker sind und sie die sehr empfiehlt. Ich persönlich muss sagen, ich habe die ausprobiert und für mich schmeckt es einfach nur wie altes, hartes Brot, was sehr, sehr stark gewürzt ist. So, als würde ich altes Brot machen in Vierecken, krass Gewürz rauf und das dann essen. Also war leider gar nicht mein Film und das würde ich mir deswegen auch nicht nochmal holen. Dann habe ich mir bei Famila, ich glaube es war Famila, diese Gänsepfanne von Krakauer Land geholt. Und das war nicht günstig, ich weiß nicht mehr, 8 Euro, 10 Euro, ich bin mir nicht sicher. Aber das war im Preis-Leistungs-Verhältnis richtig, richtig lecker, Digis. Das muss ich echt sagen. Ich habe das einfach in den Ofen getan. Das ist halt, ne, so wie so eine Aluschale und da ist so die Gänsesachen drin. Nochmal ein bisschen Öl dazu, damit das schön knusprig brät. Und das war sehr, sehr lecker. Also das ist etwas, das würde ich auch machen, wenn wir mal Besuch haben oder so. Weil Bro, ob ich es hinkriege, eine richtige Gans im Ofen zu machen, weiß ich nicht. Aber das hier war auf jeden Fall eine tolle Alternative. Es war lecker, es war genug Fleisch dran, es hat gut geschmeckt, es war gut gebraten. Ich habe auch so ein Ding mit Ente gekauft. Das war schrecklich. Also das war nur Fett und hat überhaupt nicht lecker und ganz, ganz komisch. Also falls ihr mal Gänse zubereiten wollt, aber nicht der heftigste G in der Küche seid, holt euch das hier, falls es das bei euch gibt. Mich hat das überzeugt. Dann habe ich mir von Froster dieses Schlemmerfilet gekauft. Digi, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, esst ihr Froster-Sachen? Wenn ja, wie unterscheiden sie sich im Vergleich zu normalen TK-Sachen für euch? Lohnt sich der höhere Preis? Ich fand, das hier war ganz okay. Leicht über dem Durchschnitt im Vergleich zu Schlemmerfilets. Ich weiß nicht, ob ich es mir nochmal holen würde. Ich glaube schon. Aber es hat mich nicht sehr, sehr umgehauen. Wenn ihr aber mal so ein leckeres Schlemmerfilet essen wollt und Spinat
Art mögt, könnt ihr euch das gönnen. Es wäre auf jeden Fall kein Fehlkauf. Was mich sehr überzeugt hat, das habe ich leider Schatzi geholt, aber ich konnte ein bisschen naschen, war dieses Schlemmerfilet mit grünem Spargel à la Hollandaise. Diggis, das ist so lecker gewesen. Ich habe das mal geholt, um das auszuprobieren, ne? Wie das schmeckt mit Spargel und so. Also wenn ihr gerne Schlemmerfilet isst und wenn ihr gerne jemand seid, der auch mal Spargel ausprobieren möchte oder so Soße Hollandaise-Kram mag und so, dann ist das hier auf jeden Fall ein cooles Fertigprodukt. Schneidest du ein paar Kartoffeln dazu, bam, du hast eine Mahlzeit. So, weißt du, wie ich meine? So einfach kann das gehen. Das habe ich heute sogar nochmal nachgekauft, weil das fand ich sehr lecker. Was ich auch sehr lecker fand, das habe ich tatsächlich bei Famila entdeckt und das kaufe ich mir auch immer wieder, sind diese Mozzarella Minis. Das sind so kleine Mini-Mozzarella-Dinger, die du sehr, sehr lecker mischen kannst. In deinem Salat, so nebenbei auf deinem Teller mit Brot. Du kannst sie einfach überall dazu tun. Sie haben eine schöne Konsistenz. Sie sind nicht so super weich wie größere Mozzarella, aber auch nicht hart und es ist eine super Beilage, was zum Beispiel super schmeckt, sind so Mini-Mozzarella-Dinger, also diese hier von der Marke sind die, die ich bisher mochte, aber auch die kleinsten, die ich bisher gegessen habe. Bisschen Tomate, bisschen Basilikum-Pesto schon, hast du eine Mahlzeit und kaufe ich mir auch immer wieder, weil sehr, sehr leckere Mini-Mozzarella. Dann wollte ich einfach nur noch mal kurz eure Erinnerung auffrischen. Bro, ich kenne keinen Menschen, der noch nie Kiri gegessen hat. Habt ihr immer, also hat jeder von euch schon Kiri gegessen? Kiri ist hammerlecker. Das ist für mich einer der leckersten Käseaufstriche. Der schmeckt so richtig unverwechselbar frischer Geschmack. Das stimmt. Kiri schmeckt so richtig Kiri, Kiri, Kiri. Ich mag das schon seitdem ich ein Kind bin. So frisch. Nicht in Richtung Sahnekäse, aber auch nicht in Richtung Frischkäse. Ich weiß nicht, das ist etwas sehr Besonderes und das kaufe ich seitdem ich ein Kind bin. Also früher haben es meine Eltern gekauft, jetzt kaufe ich das. Und das ist eine meiner liebsten Käsesorten. Und falls ihr es noch nicht probiert habt und Schmierkäse mögt, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und falls ihr noch nie Kiri gegessen habt auch, weil das würde mich überraschen und das würde mich interessieren. Dann für die heftigen G's unter euch, die Käse mögen. Das hier ist einer der leckersten Schnittkäsesorten, die ich kenne. Das ist so ein ganzes Käseleib-Ding, so ein ganzes Stück, musst du selber schneiden. Der ist so lecker. Tote de Moor heißt der. Ich kann das nicht so gut aussprechen. Lasst euch mal an der Theke, wenn es das bei euch gibt mit der Käsetheke, so ein Stück zurechtschneiden und probiert mal. Manche Theken schneiden die Röschen zurecht. So sehr, sehr lecker. Sehr, sehr schöner Geschmack. Nimmst du einfach ein Baguette, machst so Röschen daraus. Man macht so diese ganz dünnen Käsescheiben und macht die so zu Rosen, keine Ahnung. Sehr, sehr toll. Also falls ihr Käse liebt und auch ein bisschen Geld bereit seid auszugeben, ich weiß nicht, was das gekostet hat, weil ich kaufe den meistens im Angebot, dann holt euch den sehr, sehr gerne. Ich habe auch schon fertige Röschen, die abgepackt waren, gekauft. Das fand ich irgendwie nicht so lecker. Aber wenn ich mir das selber zurechtschneide, mag ich das sehr gerne. Bro, ich habe mir extra einen Käseschneider geholt wegen dem Käse. Verstehst du, auf welchem Level er lecker ist? Kann ich sehr empfehlen. Ist auch eine meiner liebsten Schnittkäsesorten. Dann habe ich bei der Influencerin, die am Abnehmen ist, diesen Blumenkohlreis gesehen und ich probiere auch immer wieder mal vegetarische oder vegane Alternativen und den fand ich ziemlich lecker. Ich war sehr überrascht tatsächlich, weil er hat ja auch keine er hat Kohlenhydrate, aber jetzt nicht so viel wie normaler Reis und das fand ich ziemlich cool und habe ihn mal probiert. Ich musste ihn ein bisschen verfeinern, sag ich euch auch ganz ehrlich, ne, mit Gewürzen und dies und das, aber das geht auch völlig klar, wenn man zum Beispiel ein bisschen auf Kohlenhydrate verzichten möchte oder was weiß ich. Weil vegetarisch ist ja eigentlich dumm, so Bro, Reis ist Reis. Ne? Das war so ein Kohlenhydrate-Ding. Wenn man ein bisschen mehr auf Kohlenhydrate verzichten möchte oder es ist halt auch vegan, ja, dann ist das hier ein gutes Fertiggericht und es ist eine gute Beilage. Vielleicht auch, falls euch mal normaler Reis zu langweilig wird oder so. Und ich habe das probiert, ich habe es gut gefunden und hole mir den jetzt auch immer wieder nach. Dann haben wir hier einen weiteren Joghurt vom großen Bauern, Erdbeer-Schokosplitz. Ich zeige euch öfter Joghurte vom großen Bauern. Ich finde, er macht sehr leckere Joghurte. Ich mag seine Joghurte gerne. Und wenn ihr Erdbeer-Schokosplit-Joghurt mögt, dann kann ich euch den hier vom großen Bauern empfehlen, weil ich wurde, glaube ich, jetzt von allen Joghurtsorten, die ich bei ihm ausprobiert habe, noch nicht enttäuscht und mochte alle gerne und auch Erdbeerschokosplitz hat mir gefallen. Dann habe ich hier Porridge von My Müsli. Ich weiß gar nicht, welche Sorte das hier ist. Nee, das steht gar nicht mehr drauf. Das habe ich gesponsert bekommen. Die anderen Sachen habe ich alle selber gekauft. Porridge von My Müsli ist ziemlich cool. Ich habe da den Adventskalender. Ich weiß es nicht mehr. Einen Kalender von denen habe ich gekauft. Einen habe ich zugeschickt bekommen. Ich weiß es nicht mehr. Und teste mich so durch die Porridge-Sorten. Und ich muss sagen, ich war positiv überrascht. Du hast da Sorten, die wirklich sehr, sehr lecker sind. Also falls ihr Porridge mögt, auch ganz, ganz verrückte Sorten. Und so könnt ihr euch gerne mal bei My Müsli umsehen. Es ist ein bisschen höherpreisiger, als wenn du dein Porridge selber mischt, aber das ist ja eigentlich bei allen Essenssachen so, die fertig gemischt sind. Also auch Gewürze oder so, Just Spices, was weiß ich, weißt du. Du kannst es dir auch selber zurecht mischen oder du holst es dir fertig gemischt. Ich mag Sachen fertig gemischt und
Ihr hattet mich ein paar Mal gefragt, wie ich die Müslis und Porridge-Sachen aus den Kalendern fand. Ich habe noch nicht sehr viele probiert, vielleicht 5 insgesamt. Aber ich fand es bisher ziemlich lecker und muss sagen, hat mir gut gefallen. Dann nochmal, manche von euch werden es schon kennen, aber für die, die es nicht kennen, 2 Knabber-Favoriten-Produkte von mir, die ich immer mal wieder bei DM hole und mitnehme, weil ich sie mag, weil ich sie empfehlen kann. Einmal die DM Bio Kichererbsen-Chips. Sehr, sehr lecker, richtig heftige Chips. Schmecken so wie Pombeer, hammer nice. Nehmt sie mit bei DM. Ich kann sie nur empfehlen. Und die Knabbertiere mit Sesam. Dachte, ich zeige euch das nochmal als kleiner Abschluss. Wenn ihr das nächste Mal bei DM seid und ihr habt Bock, was zu knabbern, nehmt euch gerne diese Knabbersachen mit, weil die sind sehr lecker und die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich dachte, auch wenn das Produkt ist, das ich euch seit Jahren immer mal wieder zeige, aber es kommen ja auch immer wieder neue Follower dazu, weißt du? Deswegen zeige ich das ab und zu auch mal mit so alten Favoriten. Sehr, sehr leckere Empfehlung für den kleinen Knabberspaß zwischendurch. Schwuppdiwupp, das Video ging schnell, aber es waren halt auch viele Leckereien, die ich euch einfach in einem Rutsch mal zeigen wollte. Und vielleicht kanntet ihr manche noch nicht davon und vielleicht interessieren sie euch und ihr kauft sie jetzt und dann findet ihr sie auch lecker und freut euch. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr welche von den Produkten kanntet, die ich euch gezeigt habe und wenn ja, wie eure Erfahrungen dazu sind, weil meine Community tauscht sich auch sehr viel in den Kommentaren aus und liest darum und das finde ich schön und lest das auch immer wieder gerne und mich interessiert auch, was ihr so schreibt. Und ansonsten würde ich mich auch über einen Daumen nach oben bei diesem Video freuen und ja, abonniert gerne kostenlos meinen YouTube-Kanal. Da kommen 2x die Woche neue Videos. Mittwochs und sonntags um 18 Uhr. Das war's dann auch. Ja, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, Digga. Jeder Like ist eine Unterstützung für mich, ne? Und jeder Kommentar mit 4 Worten auch. Ja, in diesem Sinne, Digis, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare und ich freue mich auf eure Kommentare und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüsschen mit Küsschen und auf Wiedersehen.